deep inside. Hallo zusammen. Heute geht's am späten Nachmittag erst los. Ihr seht's schon wieder fast finster. Und fällt euch was an mir auf? Nein, ich habe keinen Bart abgenommen. Ist ein Insiderwitz, den kennt nur meine Frau. Ja, ich habe meine neue Brille, habe ich am Samstag geholt. Ich war schockiert, was ich wieder alles sehen kann. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich meine alte aufbehalten hätte. Hätte ich einiges nicht bemerkt. Nein, war auch ein Witz. Also ich kann jetzt mit meiner neuen Brille wieder ganz toll gucken. Weit und nah und fern und lesen. Also dann, jetzt geht's erstmal nach Schleiz, laden für Leipzig, abladen, Leergut laden und wieder zurück nach Schleiz. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Erstmal ein bisschen heizen hier das Auto, das ist ja schweinekalt. Da ich nicht genau wusste, wann ich los muss, habe ich ja hier keine Standheizung vorprogrammiert gehabt. Jetzt bringt ja auch nichts, wenn ich die programmiere. Und dann muss ich zu einer ganz anderen Zeit los. War ja heute ein bisschen Werkstatt geplant, das ist ja ausgefallen, weil dort ein Haufen krank geworden. Die haben den Termin abgesagt. Naja. Müssen wir sehen, wie es weitergeht. Am Freitag hat er gesagt, ist vielleicht ein Plätzl frei. Aber Leute, ich muss sagen, mit meiner neuen Brille, das ist sowas von super. Ich kann jetzt sowas von gut gucken. Ist schon der Wahnsinn. There's this feeling growing, fear the worst. Tears running down my face, make it stop. So, heute fahre ich nicht nach Schleiz Richtung Autobahn, sondern heute biege ich jetzt hier vorne gleich ab Richtung Oberböhmsdorf über die Rennstrecke, weil ich muss ja durch Schleiz durchs Zentrum. Ich muss ja dann hinten aus Richtung Greiz. Hier stelle ich mich gleich auf die Mitte zwischen die zwei Fahrspuren. Dass gar keiner erst auf die Idee kommt, hier sich neben mich zu stellen oder vor mich. Weil ich ja dann hier rechts abbiegen muss und da brauche ich einen Haufen Platz. Ne, das war klar, dass hier noch einer durch muss. Nichts anderes habe ich erwartet. Ja, dann bleiben die anderen halt auch alle erstmal stehen hier. So ein Idiot hier mit seinen kleinen Lieferwagen. Mensch, 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 jetzt drängelt sich hier links noch ein PKW rein. Also ein bisschen denken tun die überhaupt nicht. Die werden sich doch wohl mal ausdenken können, dass das einen Grund hat, dass ich hier so breit in der Mitte stehe. Also irgendwie fristet das Grübeln. Und wenn sie dann eine Schramme dran haben, dann ist das Geschrei groß. Aber hier an der Kreuzung ist es immer dasselbe. Da kann man sich hinstellen, wie man will. Da nimmt keiner Rücksicht. Hier muss ich rechts rein. So. Viel zu zeitig da, Mann. Naja, macht nichts. Lieber ein bisschen zeitiger als zu spät.
komme ich dann wenigstens in Leipzig auch ein bisschen zeitiger an. Na gut, bis gleich. Och Mensch, der scheiß Schnee, den brauche ich hier nicht. So, jetzt fahre ich erstmal nach Leipzig. In Schleiz bin ich jetzt fertig. Schnee brauche ich keinen, aber das fragt ja mich niemand. Die schmeißen den ja einfach so runter, ohne mich zu fragen. So, hier vorne muss ich dann rechts abbiegen. Ich brauche gar nicht bis zu der blöden Kreuzung vor. Nehme ich jetzt hier gleich querfeld einfahren und dann an der Abfahrt Dittersdorf auf der Autobahn. Fahre ich gleich von der Autobahn runter auf die B6 Richtung Schkeuditz. Da habe ich dann noch ungefähr 9 Kilometer bis zum Ziel auf der B6, beziehungsweise muss ich dann vorneweg schon irgendwie runter. Noch einmal abbiegen. Ich habe das so dunkel in Erinnerung. Ich war da schon mal, aber auch in der Nacht. Bitte in 200 Metern links abbiegen auf die B6. Und da habe ich das so dunkel in Erinnerung, dass ich dann noch mal zwei Querstraßen irgendwie hatte, wo ich dann daran musste. Jetzt links abbiegen. Jetzt muss ich erstmal hier links abbiegen. Habt ihr ja gehört gerade. Nicht stimmt, Schneckel. Da muss ich nämlich hier weiterfahren. Bis zum Ende der Straße. Irgendwo. Hier habe ich nämlich das letzte Mal angehalten und habe den PKW-Fahrer gefragt. Und da hat er mir gesagt, dass ich hier weiterfahren muss. Hier ist das Rewe Zentrallager rechts. So, Schneckel redet nicht mehr, weil sie denkt, ich bin schon da. Und hier steht es nämlich auch schon dran, wo ich hin muss. Genau, habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. An der Abladestelle steht gerade keiner. Wenn ich Glück habe, nehmen sie mich gleich dran. So, bin ich doch schon fertig in Leipzig. Schneller als ich erwartet habe.
Leergut habe ich auch schon geladen. Jetzt geht es wieder nach Schleiz, aber vorneweg muss ich noch tanken fahren. So, schauen wir mal, was los ist hier in Hermsdorf. So, Tankstelle ist gestört. Nix tanken. Muss ich schauen, muss ich dann morgen unterwegs wahrscheinlich tanken? So, jetzt bin ich ja gespannt, wie lange das jetzt hier mit dem Leergut abladen dauert. Ob das genauso schnell geht wie das Abladen und das Laden in Zwickau, in Leipzig. Und heute beim Laden hier, wo ich in Schleiz jetzt geladen habe, das voll gut. Wäre ja schön, wenn das jetzt genauso zügig gehen würde. Nicht, dass die sagen, du bist erst um 6 dran. Weil bei mir steht nämlich 6 Uhr Zeitfenster. Und wenn ich Pech habe, fertigen die mich jetzt gar nicht ab. Sondern lassen mich wirklich bis um 6 stehen. Dann mache ich aber gleich erstmal meine 9 Stunden Pause. Und dann kriegen sie das erst um 10 oder um 11 oder noch später. Klappe die zweite heute hier. Hier waren wir vorhin schon mal. Sogar in derselben Richtung. Und einmal in der anderen Richtung. Und dann fahren wir nachher nochmal in der anderen Richtung hier durch. Weil ich ja noch nach Salzburg will. So, mal schauen, welcher Pförtner jetzt da ist. Und wie lange es jetzt dauert. Drückt mir die Daumen, dass es zügig geht hier. So, bis gleich. Na, das ging doch ratzifatzi. Bin ich doch schon leer. Jetzt geht's noch nach Salzburg. Dort suche ich mir ein schönes Plätzchen zum Stehen. Und dann wird dort geschlafen. Richtig schön geschlafen bis Nachmittag oder bis Mittag, mal gucken, wie lange ich schlafen kann. Es ist ja schon 2 Uhr, bis ich dort bin, ist es 3 Uhr. Aber ich kann schön 11 Stunden Pause machen. So, meine Lieben. Bin jetzt in Salzburg. Schluss für heute, jetzt geht's ins Bett. Mittag geht's weiter mit Laden und dann ab nach Ingolstadt. Also dann, Stau- und kinderfreie Fahrt und haltet schön eure Stoßstangen sauber. Tschüss!